Guten Morgen, Mrs. Peel. Guten Morgen, Steve. Es ist nicht abgeschlossen. Ein privater Besuch? Genau, ich kam zufällig vorbei und dachte, schau mal rein. Der Kaffee steht auf dem Tisch. Ihr Handgelenk ist nicht beweglich genug, Verehrte. Das Gewicht auf dem falschen Fuß. Das war nur ein freundschaftlicher Rat. Die Hausfrau hat wohl die Kaffeesahne vergessen. Besser die Hausfrau nicht. Die Sahne steht in der Küche. Na dann. Dann werde ich ihn lieber schwarz trinken. Viel zu tun? Das kann man nicht sagen. Ich habe einen Artikel für ein wissenschaftliches Wochenblatt geschrieben. Aber der ist fertig. Warum? Oh, es interessiert mich nur. Heute ist ein wunderbarer Tag. Ich finde, den sollte man nicht in der stickigen Stadt verbringen. Na, wir müssten wegfahren. Ein paar Tage am Meer verleben. Wir? Ja. Warum nicht? Wir könnten zusammen Sandburgen bauen. Ich habe keine Lust, für Sie Eimerchen und Schippe zu tragen. Oh, schade. Wir könnten stundenlang spazieren gehen. Immer am Strand entlang. Sand zwischen den Zehen. Die Brise. Liebkost zärtlich ihr Haar. Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, Lehrerin zu werden? Das war ein ausgesprochen unfairer Trick von Ihnen. Ja, Sie haben völlig recht. Ich hatte aber nicht versprochen, fair zu kämpfen. Autofahren wäre zu anstrengend. Wir nehmen den Zug. Hm? Wann haben Sie die Fahrkarten gekauft? Gestern früh. Wir müssen uns beeilen. Der Zug fährt in einer Stunde. Unterwegs werde ich Ihnen alles erklären. Und wo werden wir hinfahren? Nach Little Beasley.